Sie sind hier, 17. September 2018, 19.03 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Speerwerfer Thomas Röhler ist Sportstipendiat des Jahres, Urheberrecht Getty Images, Deutsche Sporthilfe und Deutsche Bank zeichnen Thomas Röhler für besondere Leistungen als studierender Spitzenathlet aus und verdoppeln Stipendium. Thomas Röhler ist zum Sportstipendiat des Jahres 2018 gewählt worden. Der bei der Heim-EM in Berlin frisch gekürte Speerwurf-Europameister und MBA-Student in Strategy, Management in Marketing setzte sich bei der von Deutscher Bank und Deutscher Sporthilfe initiierten Online-Abstimmung gegen 4 Finalisten durch. An der Wahl hatten sich in den vergangenen Wochen rund 8.000 Sportbegeisterte beteiligt. Der 26-jährige Röhler wurde am heutigen Montag im Palais Populaire, dem neuen Forum für Kunst, Kultur und Sport der Deutschen Bank in Berlin, geehrt. Röhler folgt auf Judoka Theresa Stoll und Sprint-Ans Lisa Meyer, die sich 2017 bzw. 2016 bei der Wahl durchgesetzt hatten. Christian Zoing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, sagte bei der Preisverleihung vor mehr als 100 geladenen Gästen: Wenn junge Talente schon während ihrer sportlichen Karriere an ihre berufliche Ausbildung denken, verdienen sie es, gefördert zu werden. Diese 5, aber auch alle anderen 400 Top-Athleten, die wir mit unserem Sportstipendium unterstützen, sind wirkliche Vorbilder für uns und die Gesellschaft. Was sie jeden Tag leisten, ist absolut beeindruckend. Sieger erhält doppeltes Sportstipendium. Michael Ilgner, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Sporthilfe, sagte: Thomas Röhler ist erneut ein herausragendes Beispiel, wie studierende Spitzenathleten die hohe Doppelbelastung meistern können und dafür jede Förderung verdienen, und ergänzt: Besonders freut mich, dass sich Thomas zur Aufgabe gemacht hat, für die duale Karriere zu werben. Damit ist er ein herausragendes Vorbild für die Sporthilfe geförderten Nachwuchsathleten. Die seit 2013 vergebene Auszeichnung zum Sportstipendiat des Jahres würdigt die besonderen Leistungen studierender Spitzensportler. Für den Sieger verdoppelt die Deutsche Bank das laufende Sportstipendium für 1,5 Jahre auf 800 Euro pro Monat. Die weiteren 4 Finalisten erhalten von der Deutschen Bank für den gleichen Zeitraum eine Zusatzförderung über 200 Euro monatlich. Bewerben konnten sich für den Sportstipendiat des Jahres alle von der Sporthilfe geförderten Stipendiaten mit ihren Leistungen im Sport und Studium, die sie von Mai 2017 bis April 2018 erzielt hatten. Eine Jury aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien hat vor der Online-Wahl 5 Athleten aus knapp 90 Bewerbungen ausgewählt. Thomas Röhler, Malte Jakschik, Rudern, Clara Klug, Parabiathlon, Anna Schaffelhuber, Paraski Alpin und Richard Schmidt, Fechten. Porträts der 5 Athleten finden Sie unter www.sportstipendiat.de. Die Preisträger der Wahl zum Sportstipendiat des Jahres 2018: Speerwerfer Thomas Röhler 2017, Judoka Theresa Stoll 2016, Sprinterin Lisa Meyer 2015, Triathletin Sophia Salla 2014, Weitspringerin Malaika Mihambo 2013, Hockeyspieler Martin Henner. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr